Brasilien ist ein Land der Gamerinnen. Nationen wie die Vereinigten Staaten, Japan und China sind nach wie vor die größten Gaming-Märkte. Brasilien ist aber mittlerweile in den Top 10 angekommen. Und es sieht so aus, als ob die Gaming-Szene weiter rasant wächst, angetrieben durch die steigende Verbreitung von Smartphones und einem boomenden E-Sport-Sektor. Brasilien wird seinen Platz im Ranking also in den nächsten Jahren wohl mindestens behaupten. Der brasilianische Spielemarkt ist der größte in Lateinamerika. Fast 50% des Marktes entfallen auf Mobile Gaming, also das Spielen auf Smartphones und Tablets. Danach folgen Konsolen und PC-Spiele. Im Jahr 2023 haben über 100 Millionen Brasilianer mehr als 2,5 Milliarden Euro umgesetzt. Mehr als 80% der Brasilianer bezeichnen Videogaming als eines der wichtigen Hobbys ihrer Freizeit. Laut Prognose wird das Marktvolumen im Jahr 2027 auf fast 3 Milliarden Euro wachsen. Die meisten Spielerinnen sind in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen zu finden. Seit 2016 ist die Mehrheit der brasilianischen Gamerinnen weiblich. Mobile und Casual Games zählen seit Jahren zu den beliebtesten Spielen. Aber auch neue Trends zeichnen sich ab. Die neuesten Tendenzen im brasilianischen Gaming-Sektor sind E-Sports, Games on Demand, Gamification von Glücksspielen und Virtual Reality. Brasilien führt den lateinamerikanischen E-Sports-Markt an und verzeichnet steigende Zuschauerzahlen und Einnahmen. Obwohl das Land im globalen Vergleich noch nicht zur Spitze gehört, liegt es bei der Anzahl der aktiven E-Sports-Spielerinnen weltweit auf dem dritten Platz. Brasilien ist aber nicht nur ein Land der Videospielkonsumentinnen. Auch die Produktionsstudios schießen aus dem Boden. Im Jahr 2023 waren über 1000 brasilianische Entwickler aktiv. Das entspricht einer Verdreifachung der Zahl seit dem Jahr 2018. Die brasilianischen Gaming-Studios beschäftigen mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen. Die lokale Entwicklungsindustrie konzentriert sich stark auf mobile Plattformen und hat im Jahr 2022 über 1.000 Spiele produziert. Die meisten Verkäufe erfolgen im Inland, aber auch die USA und andere lateinamerikanische Länder sind wichtige Märkte für brasilianische Spiele. Auch für europäische Spieleproduzenten bieten sich Kooperationen mit brasilianischen Unternehmen an. Und ich sehe eigentlich ein ganz großes Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen die zwei Länder. Also Brasilien hat eine ganz große Vielfältigkeit und Diversität von Spielen. Und ich freue mich, wenn unterschiedliche Zusammenarbeit in Zukunft entstehen können. Mit einem starken Wachstum und einer leidenschaftlichen Spielergemeinschaft zeigt Brasilien, dass es sich fest in der globalen Gaming-Landschaft etabliert hat und bereit ist, seine Bedeutung in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Hast du eigentlich schon unseren Kanal abonniert? Falls nicht, klicke doch auf die Glocke und du bist immer bestens informiert. Mehr spannende Videos zum Thema findest du auf der linken Seite.